So, grüß euch, herzlich willkommen im zweiten Teil des Tages, wo wir unseren Konvoi jetzt da wirklich präsentieren können. Es sind jetzt die Wiener gekommen, haben dann die Linzer abgeholt und haben jetzt zu uns auch Salzburg gefunden. Den Vorspann habt ihr eh schon gesehen, wie der Vorlauf war, wie wir alles angerichtet haben. Und jetzt geht's los mit dem Friedenskonvoi. Ganz kurz einmal erklärt, wir werden jetzt zum ORF fahren. Nach dem ORF biegen wir um, zurück nach Salzburg-Stotz zum Kapuzinerberg. Da werden wir uns östlich rundherum halten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt alles genau richtig erkläre, aber dann geht's glaube ich Richtung Ende Lehn zum Mirabellplatz zurück und dann halten wir uns noch ein bisschen am Mönchsberg entlang. Danach gibt es Kundgebung, da wird der Andrea Drescher reden. Die habe ich auch schon begrüßt, das habt ihr glaube ich im ersten Teil gesehen, wenn ihr euch ihn angeschaut habt. Und dann machen wir noch einen Friedensmarsch. Hoffe ich spiele es wieder dann auch gut mit. Und jetzt lasst die rollen, lasst sie rollen. Ah, der hat seine Regenbogenfahne mit. Der hat Puller wieder auf, oder? Wahrscheinlich. Müssen wir eine der Rampe Strom bauen. Blackout. Eine Rampe. Da gibt es sehr recht, wie ich noch vermute. Ha? Und wir haben einen Radfahrer auch noch mit dabei. Schaut euch das an. 2, 3 Radfahrer. So soll es sein. Ihr seht, wenn mein Autokar so angesagt ist, fürchtet euch nicht. In der Stadt fahren wir nicht so schnell, da könnt ihr es mit den Radeln auch mit. So, gell, ein Elektrobike ist dabei. Ganz umweltfreundlich. Ja. Ja, jeder, der jetzt zum Beispiel so einen Supermarkt oder so einen Markt aufmacht mit Parkplatzangebot, muss eine gewisse Menge an Ladestationen haben, sonst darf er gar keinen Parkplatz aufmachen. Ja, da hat man jetzt die Liberta am Straßenrand stehen. Die ist auch sehr mutig beim Autokorso, habe ich mal gesehen. Hat sie einmal straff sein müssen, obwohl das kein Autokorso war. Sie hat sich gedacht, sie macht ein Autokorso. So, was war da? War das in. Wo war denn das genau jetzt? Linz, glaube ich, oder? Am Stetten, oder? Oder Linz? Oder irgendwo? Ja, am Stetten war es. Am Stetten, glaube ich. Und da hat sie da ein Riesenplakat vorne dran gehängt gehabt. Dann ist die Polizei gekommen und wollte sagen, das muss sie wegtun, weil sie sonst da nicht Übersicht hat. Und sie hat das Fenster nicht aufgemacht, die Türen zugesperrt. Und hat sie das einfach nicht gefallen lassen. Und dann hat sie halt dann nachher eine Strafverfügung heimgeschickt gekriegt. Okay. Ja, die warten auf den Bus und treffen noch uns an. So was. Hat er noch mehr Verzögerung als sonst? Aha, schon wieder die ersten Kopfschüttler. Echt? Ja, die sind noch gar ins Café rein. Ob Sonne, ob Regen, wir sind dagegen. Da hat es nicht mehr ausgezahlt, die Kamera hinzuschwenken, aber da haben wir einen fetten BMW. Der wird sich jetzt dort gezwungenermaßen mit anschließen müssen. BL. Regiersland, oder? Bist du Abbott? Nein, Niederösterreich. Niederösterreich. Bundesland. Der AFA 1. Der Blafer.
So, da haben wir jetzt einen Mike Vogel, der hat sich da auf dem Straßenrand hingeflaggt, berichtet, was es zum Berichten gibt. Also Ö24 mit dem Mike Vogel am Start, berichtet heiß von der Front. Jetzt fahren wir vorbei beim Landesgericht, Landesverwaltungsgericht und beim Bezirksgericht. Landesgericht und Bezirksgericht. Verwaltungsgericht ist anders. Genau, beim Landesverwaltungsgericht haben wir ja beim Milchhof in der Wasserfeldstraße. Mit denen ganz so viele Termine kann man schon untereinander kommen. Ja, ja. Zumindest wir haben schon bei allen drei rein müssen. Ja, Bezirks war ich nicht. Ja, ich schon. Ich auch schon. Dass wir die beim Bezirksgericht noch keinen Platz gefunden haben, wundert mich. Ja, ja. Dafür war ich beim Verfassungsschutz. Ah, das sind die Radlfahrer. Nicht mehr lang. Bing, bing. Da mit der Oldschool-Peace-Fahne. Das ist nämlich nichts, was mit Homosexualität ursprünglich zu tun hatte. Schon vor hunderten von Jahren in den Bauernkriegen hat man nämlich auch die Regenbogenfahne hergenommen, wo man sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat. Ach so. Das ist schon eine uralte Fahne, wenn es um die Freiheit geht. Die Andrea Drescher hat sie heute auch um und ich habe dann halt gesagt, sie lässt sich das uralte Friedenssymbol nicht nehmen. Und recht hat sie. Jetzt sind wir nicht mehr weit weg von ORF. Ist der ORF so weit weg von uns? Nicht die Erde. Geht's deiner Schwester? Ja, gut, denke ich, ja. War ich dabei bei Elvis seiner Feier? Auch warst du da, oder? Mhm. Wie viele waren denn Leute? Sommer mal 30. Ja. Sie haben 15 neue Nachrichten. Mal die Schwurbler in der Überzahl beim Watzmann gewesen. Ja, echt? Ja, ja. Mit der Rückluft vorkommen. Hypogarage zahlt man 1,50 die Stunde. Ja. Billiger als die Salk. Ja, ja. Wir waren bei der Expo, da haben wir für 1,5 Stunden 9 Euro irgendwas gezahlt. Ich habe am Radkreisparkplatz, ich weiß nicht für wie viele Stunden, 38 Euro gespielt. Boah, sind die Amerikaner da gewesen und haben sich gesagt, die haben da bloß noch so geschaut. Da fällt einer auch über die Wiesen haben, ha? Ja. Ja, wenn man denkt, dass eine Strafzettel wäre billiger gewesen, gell? Weil da kannst du bloß 25 Euro. Wie seid ihr reingekommen? Haben sie den Ola oben da, oder? Ja. Ja, ja. Separat für jedes Auto oder generell? Ja, wir haben da aber eigentlich. Ja, haben wir schön Winke-Winke. Ja, links und rechts vor den Wahlplakaten vorbeiziehen. Hast du ein paar Kotztüten mit? Nein, leider nicht. Nein? Wollen wir das Fenster aufmachen? Naja, macht es nicht. Große. Dann polieren wir die Straße damit. Nein, schau schon, wenn ich das Nägel ausgefressen habe. Was sagst du schon wieder, du frecher Bruder? Ja. Kein Sacki fürs Gacki. Schau schon, wenn ich das Nägel ausgefressen sehe. So sieht Machen aus, möchte ich aber nicht wissen, wie Faulenzen ausschaut. Ja. Also die, also, nein, also. Ja. So ein holles Geschaugelt. Es gibt ja auch kein Sackerl fürs Kurkackerl. Und dann, wenn ich den Trottel da sehe, mit gemeinsam, ja, gemeinsam in was? Ins Verderben, oder? Du angesagt hast. Wilfried, der Weitsichtige. Ja, der war die Woche. Da habe ich heute halt gefragt. Der war die Woche. Der ist für seine Schulkollege öfters ins Klo eingetümpelt worden. Der Ecker? Der ja. Ecker. Der, was mir auf Facebook gesperrt hat, blockiert. Okay. Wenn sowas macht, dann schaut man schon. Das geschrieben. Und alle haben so ein Kindergartenthema jetzt, Gartenthema ja, ja. Drauf, gell? In EOS, ja. Palaver, Palaver, Palaver. Ja, was sehen wir denn wirklich, wenn eigentlich?
So, die nächsten Kotztüten, die österreichische Verbrecherpartei. Ja, das haben wir schon gestern sagen müssen. Da haben wir die Olivgrünen. Ja, du was für die Klimaerwärmung. Achso, für meine kalte Füße hätte ich morgen können. Ja, aus dem Alter kriegst du die Blutung immer so. Ja. Wo sind denn dann die Frauen, die kalten Füße dran, wenn die Durchblutung bei uns auch nicht mehr passt? Nein, das ist ein irgendein Naturphänomen von den Frauen. Ja. Das sind die Wärmflaschen beim Schlafen. Das ist so erotisch, wenn eine Frau mit Socken ins Bett geht. Mit Socken guckt, die gar nicht schlafen wirst. Da fühle ich mich echt eingehend. Ja, vor einem Monat sind wir da vorbeigegangen, haben wir so ein altes Auto da stehen gesehen, der hat schon 6 oder 7 Strafzettel an der Windschutzscheibe gehabt. Jetzt kann man drauf, kann man vielleicht einmal nachfragen, kommt, warum der dann so steht? Ja, dass die noch nicht abgeschleppt haben, wundert mich. Ja, wahrscheinlich wissen sie dann, der holt das Auto, wird nicht mehr abgeholt. So, ein Luftballon bei den vorderen Autobahnen ist schon flöten gegangen. Der hat die Freiheit gesucht. So, und da vorne jetzt 30 Meter voran haben wir den ORF, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob diverse auch dabei sind, die will ich natürlich recht herzlich begrüßen. Passanten winken uns zu und schmeißen mit Rosenblüten und Konfetti. Flaschen, Bierflaschen. Ja, wenn es voll sind, gell? Ich wollte immer noch die ersten Klimakleber. Ja. Aber ich habe ein paar Antifanten gesehen. Das wäre heute der Tag für die Klimakleber, hätte ich mal gehabt. Ja, ich hätte nämlich extra wirklich einen Kleber damit. Und hinterher hätte ich sogar noch einen 2K-Kleber. Ich zeige mal kurz, was ihr reist, oder? Dass ihr gewiss habt. Das hier Gummo. So, da kann ich jetzt auch mal einen kleinen Screenshot einblenden, wie der Elvis und die beim ORF waren. Da haben wir mal nachgefragt, wie das so ist mit der Berichterstattung, ob die gewisse Leute in den Tod getrieben haben mit der Diffamierung, der Rufzerstörung. Aber wenn wir es dort im Namen nennen, oder? Ja, wir hätten da schon Arbeit zum Beispiel als Beispiel. Und da haben wir jetzt den ORF-Mitarbeiter mitten an der Straße stehen. Hast du nicht gesehen, du sollst die Tür aufmachen? Ah, Scheiße. Komm mit. Komm mit, du bist noch in der Platz. Komm mit. Also mit weiß ich jetzt ORF auch, dass wir da sind. Hm. Ah, da bin ich so. Geil, gell? Also der Konvoi, das gehobt uns nicht erinnert eher an eine türkische Hochzeit. Ja. Am Samstag ist auch noch. Ja. Ja, hey, ich will einmal bei Rad drüber fahren. Das hab ich, ja. Ja, heute haben wir aber grüne Welle, auch wenn es rot ist. Ja, dann können wir auch einen Rot, genau. Da kannst du schnell aussehen. Zum Sparbier heute. Ja, die Regenbogenschirme gibt es einige halt, wie es hier am Straßenrand. Ich habe auch einen dabei, los nicht. Und wer braucht einen McDrive, wenn es uns gibt? Die Sonnenbären. Gummibären wollen wir noch nie. Sonnenbären hat die Zirne entdeckt. Dann haben wir noch die Glücksbärchen. Ja,
Und die Braunbärchen, die Politiker auffressen könnten, wenn sie wollen, wenn sie können. Ja, ich würde auch mal verstehen, was noch Fleisch verdient. Wir haben auch ein bisschen ein Niveau. Ja. Vorher werden von den Tirolern erschossen, gell? Ja. Ja. Wir hatten mal unser Bärchen wieder freilaufend in Österreich, dann hat man betäuben wollen mit Betäubungsgewehren und weil man nie gefunden hat, hat man gesagt, okay, jetzt wird scharf geschossen und zack, haben sie ihn auch schon gehabt. Der Bruno? Ja genau, war Bruno hat er geheißen. Stimmt. Ja, es wird gewunken, dass sich die anderen Autos mit anschließen sollen. Da haben wir unser schönes Wasserschlösslein, wie heißt das nochmal? Freisal. Wie? Freisal. Genau. Unser Elvis. Ui. Gehab dich wohl. Salve. Grüß dich. Ja, ganz gut. Der Zirni und ich und der Jens und der Mario sind gerade mit dabei. Unser Zirni, der gibt die Richtung an. Nein, ich fahr bloß hinten auf. Was macht's denn für eines? Ja, ein Autokorso. Ah, ihr seid da quasi dabei. Richtig. Also die Wiener haben die Linz abgeholt und dann haben sie bei uns haben sie eine Pull Position gesucht und jetzt geht es gerade richtig los. Danach gibt es dann auch noch Kundgebung mit der Andrea Drescher und ein paar anderen Rednern und dann startet noch der Friedensspaziergang. Ja, dann hast du ja halt hoffentlich alle Akkus voll aufgeladen und viel zu tun. Die hofft man zusammenbringen. Darum hat es ja die Veröffentlichung auch Wochen verschoben gehabt. Ja, alles gut. Wie schaut es aus? Sind wir morgen am Start? Ja, sicher. Ja, dann sind wir morgen am Start. Bin gespannt, ob die Kerstin und die Christian auch dabei sind. Heute sind sie da. Haben sie ja mit angekündigt an dieser Friedenskorso. Ja, Weltfrieden, weißt du. Genau. Also ca. 30 Autos haben wir beisammen. Wow, das ist ja fast ein Flügel Spaziergänger. Ja, dann grüßen wir alle recht lieb. Wir sehen uns morgen. Und ich bin jetzt gleich schon mal gemein, aus du am Montag noch hast so geschäftliche Abendprobleme. An und für sich so noch nichts, ne? Dann hast du jetzt welche. Wir machen am Montag einen kleinen Spürtag. Okay, cool. Können wir machen, ja. Du musst dich am Vormittag arbeiten, aber es gibt ganz viele neue Dinge und wir werden was richtig Böses machen. Na dann bin ich dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, ich warne dich zeitlich gleich vor, plaudern können wir aber wieder morgen. Ja, ist cool. Passt. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao, servus. Ah, jetzt hast du keine Stimme mehr. Jawohl. Bei der Sparkasse sind sie gestanden und beim Gerichtsstänger sind sie auch gestanden. Wie ich reingefahren bin mit dem Bus. Ja, in Imbergstraße hat es auch einen Unfall heute gegeben, da sind sie dann auch gestanden. Ist was los heute in Salzburg? So, die müssen jetzt ein bisschen warten, da die da stehen. Weil zuerst muss der Frieden vorbei. Links, 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 links. Freiheit! Frieden! Frieden! Juhu! Also, die Passanten können sich mit uns identifizieren, müssen sie sich noch infizieren mit uns, damit sie dann mit dabei sind. Und nicht nur so am Straßenrand nebenher. So, da haben wir ein paar mutige Fußgänger. Jetzt kannst du über Rot fahren.
da haben sie sich hingepackt, da habe ich es gesehen. Hm. Also, die Autos da links, weiß nicht, ob ihr das gehört habt, die haben jetzt mit uns mitgehupt. Sie machen die Fenster auf und winken uns zu. Sie geben uns Bekundungszeichen. Also, die sind nicht grantig, dass sie jetzt da ein bisschen länger stehen müssen, bis diese gewaltige Anzahl von 30 Autos vorbeigefahren ist. Schau, Lustige. Sind sicher meine Kimpfen oft in den Balkon? Schau da mal. Schauen Sie mal. Ja, muss ich oben schauen. Ah, da winkt uns auch wieder zu. Das war die Dinge erste, die was immer wieder trommelt. Okay. Dann fährt es aber in die falsche Richtung. Der Konvoi fährt einer mit, der links am Fahrerdach oben so ein blaues Blaulicht hat. Ja. Dürfen wir das überhaupt? Ohne dass ich es will, habe ich die Fahne falsch. Ja, so gehört es. Österreich ist in Notstand. Seht ihr, der Mario, der hat die Fahne am Kopf stehen. Das bedeutet, wir sind in einer Krise in unserem Land. In unserem Bundesland. Ja, außer Wien, der geht ein Sonderweg. Ja, mal schauen, ob unsere Friedensradfahrer uns auch noch mal einholen. Seine Frau? Seine Frau, ja. So gut, dann kann ich das jetzt auch veröffentlichen. Ganz ein Lieber ist das. Alle Physik sind nicht ganz schön flott unterwegs. Und dann ist es aber langweilig. Wäre nicht schlecht, wenn wir bei einem Bräuner seiner Vorschule auch vorbeifahren. Ja, die Politiker verdienen ja dreimal. Die bedienen sich dreimal erwartet. Reading right. Da haben die Neos in der Zentrale. Sieni, wann hast du in der Alpenstraße auf der Mittelspur fahren dürfen? Du, ja, schon öfters. Okay. Bist du ein Profi? Ja, aber mal so einen Opus hinter da hingekriegt. Ja. Das geil. Keine Widerrede. Das bringt das aus. So, zwei Scheiße. Der Autokurs und der Sprit aus. Alter. Ja, du schleppst auch nicht eben. Wie der Hund witzig geht. Wie komm ich geht. Ja, die Frühlingsflöhe werden munter. Also. Wo geht's noch hin?
Staatsbrücken, oder? Wenn wir sagen, ich fahre einfach den hinten noch. Es gibt zumindest dann einen Platz wieder, ja, wo wir gestartet sind, eine Kundgebung. Und dann geht der Fußball los. Aber der Fußball ist ganz groß. Aber Staatsbrücken kommen wir auch vorbei. So, wir sind Salzburg. Lasst alle vorbei. Er wird wohl das Schlusslicht bilden wollen, wie es ausschaut. Na ja, dann haben wir Wir sind Salzburg 1 Szene gesetzt. So, und jetzt sind wir wieder beim Bezirksgericht angelangt. Ja. Da hängt die Fahne auf, Halbmast, wie ich sehe. Nun weniger als wie Halbmast sogar. Da oben am Dachl schaut es einmal. Die scheinen es wohl auch begriffen zu haben, dass wir in einem Notstand sind. Ja, die ganzen Ofen gehört auch hin. Die holen sie bei dir nachher noch, das Gerät schafft der Lob. Also da, hier, da haben wir das Bezirksgericht. Dieses hier. Da mussten einige von uns, mit mir eingeschlossen, viele hohe Strafen abholen. Also ihr seht, die Mehrheit stimmt uns zu. Fragt sie nur, warum es da nicht gegangen. Ah, du bist ja da ein Pull-Nekt, ne? Jetzt zieht es mir aufs Dach auf. Kann ich fahren, ich nur. Genau. Jetzt geht es beim Unfallkrankenhaus vorbei. Die, was ich die letzten 3 Jahre auch nicht mehr auf den hippokratischen Eid und auf evidenzbasierte Medizin verlassen hat. Jetzt tu was, weil wir zahlen die eh nicht. Ukraine, Auto, BMW oder Mercedes war das? Weißt du? So, und da, meine lieben Herrschaften und Damen und Diversen, da haben wir unseren Volksgarten. Oftmals haben wir Demonstrationen in Salzburg gemacht, macht man dann einen Marsch und endet auch hier, um dann Kundgebungen abzuhalten, aber wir dann die Seite nicht. Haben wir die nächsten Pressevertreter an der Kreuzung stehen. Wäre mal interessant, ob Servus TV sich heute auch hertraut. Bislang waren wir nur Ö24, ORF, Mundus, auf 1 und natürlich Krypto TV eruiert.
Das schaut mir nach ORF aus. Wo siehst du denn? Da rechts, daneben. Die Lügenpresse. Manche behaupten, es wäre eine Lückenpresse, aber das stimmt nicht. Ich sage nur immer Lügenpresse. Ja, er schaut, das war witzig. Da haben wir wieder unsere Radfahrer. Ja, genau. Vorher waren es noch drei, jetzt sind sie noch zu zweit. Ja, so wie der Fahrer braucht ihr das halt Wunder. Links, rechts. Ja. Und da ist ganz klar, dass sich das reduziert. In dem Land passt was nicht! Ich hab den Eid gemacht! Für uns! Ja, nein, zum Glück habe ich die Klimakleber vom... Wann war das? Donnerstag oder Freitag? Mittwoch, auf der Staatsbrücke. Mhm. Ja. Dann hat mir einer verzögert, dann hat sich einer beschwert bei der Medizintechnik. Dominik hat sich voll beschwert. Die Trotteln, das ist er. Oder gesagt, nein, er findet das voll super, er darf sich auch hinkleben, wenn er nicht arbeiten müsste. Weil da muss man sich auch auf Autobahnbrücken gehängt. Wir machen was jetzt schlecht, wenn man. Gegen das Atomkraftwerk. Ich hoffe, dass zum Bahnhof runterfahren. Das war cool. Das glaube ich nicht. Werden die Autoding abgemeldet? Ja, das ist ein Verein aus mehreren, wo die Wiener, Linzer und Salzburger Friedensbewegungen. Da war auf eins wird aber einiges gemacht, weil die gerade so, wichtig damit, okay. Was das zum Tun sein muss. Ich glaube, von Demo Linz geht es ja viel aus. Huh? Ja. Zusätzlich aber, meine ich. Aber das, was man hört von einem Mikro, das klingt wie der Elvis. Ja, musst du mal zuhören. Nein. Musst nein, du vorhin noch spüren, das klingt wieder Elvis. Also du meinst. Oder Stimm her. Ist aber nicht da. Nein, ich weiß schon, dass. Ja, jedes Bundesland hat seinen eigenen Elvis, gell? Außer die Jetzt müssen alle blasen. Oh. Bin Kompleiser, bin ein Lecker. Schaut mal. Bin Kompleiser, bin ein Lecker. Lecker schmecken. Der Lenker schmecken. Das ist ein Polizist. Die Fahne. Wieder ein paar Bekunden. Was arbeitest du denn eigentlich, Zini? Mechaniker. Hä? Mechaniker. Was? Mechaniker. Was Mechaniker? Und nebenbei haust... Reparieren der Auto. Ach so, Mechaniker. Ah! Und wie nennt man das in Tirol? Was will der jetzt? Sei saufst du oder was ist mit dir? Aber da. Saufst du oder was? Ja, bitte! Leck mir mal, du nichts an der geschrien, ich hab's gehört.
Nein, rechte Arschlöcher, hat er gesagt. Rechte Arschlöcher, okay. Das ist scheiße, aber wenn ich rechts bin, haben wir Ausländer. Nein, aber ey. Wie geht denn das doch? Reden Sie mal, hallo. Gerade ihr seid die schlimmsten Nazis. Ja, 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 ja. Wie immer sag, ihr werdet froh sein, dass die Jugoslawen aufgekommen sind. Da gibt es kein langes Zappeln. Ja, dann hole ich auch von ein paar Leute von dir. Aber auch die Geister, mit dem man so. Ja, wir feiern gern. Ja. Noch, ich hab euch schon mal eine Woche da. Ja, das ist ja noch ein Suizid-Gerd aus, ne? Ja. Da haben wir unseren Luftschutzbunker drinnen. Echt? Ungefähr, ja. Wirklich? Glaube ich, ja. Nein, ich glaube, das ist das Ding, der Zugang zu den zu die Wassertanks, was im Kapuzinerberg sind, nicht? Kann auch sein. Ja, vermute man eher. Vielleicht ist er beides. Ah, da die da. Die Rettung ist da. Was Unerwartetes, Unverhofftes dürfte hier in der Nähe eingeschlagen haben. Gib Gas! Herrgott, da kann man echt so vorbeizahlen. Ja. Ja, weil wir halt uns begoffen möchten. Wir sind so interessant. Heiler Blitz. Da haben wir unseren Dienst erfüllt, wenn wir Ablenkung dienen. Ne? Da ist in einem Friedenskonvoi. Da kriegt man solche Aggressionen. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, du müsstest in die Ukraine. Freiwilliger. Ja, genau. Da wirst du so schnell los. Keine Sorge. Lustig, wenn sie die Polizisten aber fragen, was ist denn das da? Anstatt sie mal schauen, was die Autos drauf haben. Ja, für Frieden. Ja, das sind Rechte. Das sind Rechte. Das ist eine Türkenhochzeit. Was hast du jetzt zusammengefahren? Eine Dose. Srot? Da traut sich was neben dem Bullen, gell? Nein, gleich das, sondern die andere Hand ist ja durchgefahren. Darum habe ich gehabt und den schaut mir blöd. Geht bei Rad drüber und wundert sich, dass er niedergefahren wird, oder? Was hast denn du da für einen Stau, Chili? Was für eine Stange, oder? Da. Mein Antiklang. Genau, die schon da drin.
Ich habe auch was Seltenes gesehen. Der Hund ist ja super im Griff. Ich habe weggedrückt und den Baum kann er sich ja nicht irgendwas machen. Du hast die Leine und den Pfosten noch gewickelt und mit zu bändigen. Ja, voll cool, Sinne. Darf ich das benutzen? Weißt du? Was hast du? Ich fange gerade stark. Fahnenstange hat er ausgerossen. Was ist von mir? Jetzt hat es die Fahne von der Stange verkehrt. Da können wir mal auf der Rückseite vom Bahnhof noch vorbei, wie es ausschaut. Ja, ich glaube so. So, dann habe ich jetzt zweimal ein paar Ausschnitte gezeigt von der kompletten Fahrt. Aber ich muss ein bisschen Strom sparen. Drum, bis gleich. Na, was haben wir da am Haslauer sein Plakat gelesen? Gemeinsam Sicherheit geben. Mhm. Ah, ich glaube. Nein, das war da, ja. Ja, da muss ich doch fast wieder was einblenden, was er mal so geäußert hat. Bis gleich dann. Ich erteile jetzt den Herrn Haslauer das Wort. Wie war das jetzt mit den Kontrollen im Handel? Kommen die jetzt im Jänner fix oder wenn die Zahlen wieder steigen? Die kommen fix. Die kommen fix. Die kommen fix, das habe ich dem Handel bereits gesagt. Offen ist noch 3. oder 10. Jänner, dass jedenfalls zumindest an den Kassen der grüne Pass kontrolliert werden muss. Und wer keinen grünen Pass vorweisen kann, der kann auch nichts kaufen. Winke Winkes auf der Höhe von Bahnhof. Schon auch schon geimpft aus. Ja, glaub, sie lachen geimpft. Impfgeschädigtes Lachen, weißt du? Sobald ich irgendwie so einen Menschen sehe, der sich komisch verhält, kommt mir automatisch immer in den Kopf, der muss geimpft sein. Das ist schon ein richtiger Automatismus in meinen Gedanken. Ich weiß, dass das unfair ist. Aber so spielt die Psychologie des Menschen nun mal. Da haben wir die An- und Abreisenden, die nur versuchen, aus Österreich zu fliehen. Das ist blöd. Das haben wir schon mal gekriegt, ne? Ja. Ui, der überall der gleiche Scheiß. Danach fuhren andere Züge weiter. Ja, wie denkst du das? Da haben wir einen alten Schulbus.
bald wohl. Er hat sich sicher so Pädophiler gemietet. Ich war jetzt im Komoi genial. Richtiger Meinungsverstärker, ha? Alles so Straßerl, die wir schon zu Fuß ausprobiert haben. Verzweifeln, die es trifft. Lässt Freunde, selbst Familien als Beziehungswracks zurück. Das Virus ist nicht längst nur Medizin. Wo Angst herrscht, lässt sich's führen, wohin immer sie dich wollen. Du kannst dagegen kämpfen oder fliehen. Du böse, ich gut, du rechts, ich links. So einfach machen sie sich unsere Welt. Wir sind verdammt zu glauben, was sie uns erzählen. Schließlich haben wir sie gewählt. Sie spielen mit Ängsten, sie drohen. Manipulieren, sie steuern uns subtil zu ihrem Ziel. Wer aufmuckt, steht am Pranger, wird still isoliert. Seit jeher das bekannte Spiel. Wir spielen nicht mehr mit, wir scheren jetzt aus, gebrauchen uns. Unseren eigenen Verstand. Es geht um mehr sonst, nicht um Ego oder Macht. Es geht um unser ganzes Land. Durchs Land, wir sind nicht mehr bereit zu akzeptieren.
dass ihr uns weiter spaltet in Gute und in Schlechte, denn damit können alle nur verlieren. Wir spielen nicht mehr mit, wir scheren jetzt aus, gebrauchen unseren eigenen Verstand. Es geht um mehr als uns, nicht um Ego oder Macht. Es geht um unser Geist. Und da haben wir wieder ein paar Geschäfte, die geschlossen haben. Wir spielen. Habe ich leider spät eingeblendet. Ich habe jetzt auch nicht in Salzburg, die nicht mehr aufmachen können. Denen das Wollen weggenommen wurde. Mehr als uns, nicht um Ego oder Macht. Es geht um unser ganzes Der Mike Vogel von Ö24 hat halt meine Kamera bewundert und gesagt, die ist so geil, hörst. Die kann ja so fühlen, ist so gut und alles, gell, wo hast du denn die her? Was ist das für eine? Vor zwei Jahren hat er mich nur ausgelacht wegen der Kamera. Jetzt möchte er es selber haben. Das ist zu schwedisch. So wie so traurige Gestalt in der Figur in dem Montur gesteckt hat. Bist du deppert? Ich bin nicht mehr froh, Polizistin zu sein. So, jetzt sind wir an der Kebabmeile. Keine Ukraine da steht gehabt haben die letzten Sonntage. Letzten Sonntag haben sie ein paar Ukrainer hergetraut, um uns am Rand den Daumen nach unten zu begrüßen. Die sind durchfüttert. Ja, hat sie zu mir gesagt, wir werden bezahlt, gell? Aber nein, nein, ich zahle für die, dass du da bleiben kannst. Ach so. Du hast es am Wüst, nichts mehr. Yes. So schwierig mit denen reden. Sie kennen ja kaum ein Englisch und Ukrainisch kann ich keins. Kannst du nicht denken? Nächstes Mal mit. So, da sind wir jetzt an der Landesnervenklinik. Ah, Entschuldigung, Christian Doppler Klinik. Landesnervenklinik, das war es früher einmal. Da hätten ein paar Politiker Platz, zumindest in diesen. Da sind die Gesünderen eingespart, dass wir bei uns in der Regierung hocken. Weil die wollen sie ja sicher wieder auf Haftuntauglichkeit plädieren und dann schicken wir es da rein. Junge Frau, Frau mit Junge. Ja, okay, auf diese Worte von Zirne werde ich erstmal wieder kurz abschalten. Wie willst du ja Akku sparen? Da haben wir wieder Antifanten Schmierkunst. Nieder mit den Staaten steht da drauf. Ja, hat ja nichts und kassiert. Das sind die ersten, was sie anschauen. Das sind auch die, die schreien, burn all prisons. Naja, wenn man dann alle Verbrecher des Nachts herumlaufen hat, da traust du nicht einmal per Tag mehr raus. Das sind die ersten, die sich dann in die Hosen scheißen, wenn wir keinen Rechtsstaat mehr haben. Der Rechtsstaat, was redet denn eigentlich? Der ist eh schon lang flöten gegangen. Den hat es ja nie gegeben. Im Grunde auch wieder war, gell? Weil es eine subtile Verarsche gewesen.
das weiße Pulver wegblasen, ja. Hä? Hat das aufs weiße Pulver weggerieben, oder? Ja, was? Wahrscheinlich, weil da steht die Polizei. Ach, der Deichtmeister ist da, oder was? Und dieser 45 Kilometer da. Der Flöte umsteigen. Dann ist schon mal einer im Bus eingeholfen, das war noch die Hochflurbus, also mit der Halfe hergekommen. Und der Sperre geht rum da, sag ich, du, ich darf die Flöte umsteigen. Kleben bereits am Residenzplatz befindlich. Ja, bloß am Schulterplatz fällt es halt nicht so hin, gell? Nein. Traut sich ja gar nicht her. Er hat aufgehört, als am Schulterplatz ein Knie hat. Na, für heute werden sie sicher nicht bezahlt worden sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, Wochenende. Das organisiert? Kerstin oder? Nein, Kerstin und Christian. Die haben das nicht organisiert. Die haben sich dran gehängt, sag ich mal. Aber die haben sich mit der Polizei abgeschlossen. Nein, das ist nicht verpasst. Das mussten sie tun, aber das ist ja halt auch keine große Kunst, weißt du, was die zwei Tage. Jetzt haben wir im März. Jetzt hat sich einer Cowboy eingerollt. Ja, machen die überhaupt noch? Okay. Und ein Laufsprache über Valentinus. Sonntagsleute über Valentinus Matthias. Die haben sie abgeschossen selber, die zwei. Ja, die haben gesagt, einmal im Monat machen. So. Ja, bla bla. Und in allen anderen Wochenenden unterstützen sie die anderen Bewegungen, haben sie auch nicht gemacht. Achso, weil sie gesagt haben, sie fahren Wien, Innsbruck. So. Da, diese Gebäude hier, die stehen auch noch nicht lang. Das war früher die Riedenburg-Kaserne. Da drinnen habe ich auch gedient, da haben sie mich 17 Tage lang eingesperrt, da habe ich schon ein bisschen trainiert gehabt in den 90er Jahren. Aber jetzt gibt es ja nicht mehr die Kaserne. Was war da? Warum hat sie die Bank? Ja, weil ich zum Hauptmann Hurensohn gesagt habe. Also, und es einfach Frechheit war. War das zu der Tage, Jahreszeit? Oder zu dem, wie soll ich sagen? War das damals schon. Ein Teil vom Wortschatz, ja? Und so. In Salzburg immer. Also, okay. Ja, der Hauptmann, der war jeden Tag so sturzbesoffen. Die war ja der Beste von der ganzen Kompanie, also der Elite-Soldat, ohne Scheiß. Und darum habe ich es mir dann erlaubt, einmal dem echt zu denunzieren, mitten beim Rapport. Weil er zwei Wehrmänner in höchster Lebensgefahr gebracht hat, in Vollrausch. Okay. Der hat die dicksten Typen da in dunkelsten Nacht mit dem Sturmgewehr durch den Wald gejagt. Okay. Sodass einer fast gegen den Baum gerannt war. Und dann habe ich halt mein Wort erhoben dagegen. Und dann haben sie mich 17 Tage eingesperrt dafür. So, also nichts durchs Neudor. Jetzt machen wir große Kurven bis zum Mirabellplatz, schätze ich wieder. Ja.
Ah, schaut, die Kirche hat die niederösterreichische Fahne hängen. Oder? Oder vertue ich da irgendwas? Müsst ihr mal auf, dann schreibt das unter die Kommentare, was das für Fahne ist. Ich glaube, das ist die niederösterreichische. Was für Farbe hat es gehabt? Blau und gelb. Und wieder links. Nicht wieder quer, sondern wieder links. Gar nicht gewusst, dass sich Salzburg mit Niederösterreich solidarisiert hat. Ja, vielleicht aus dem Grund, weil die Blauen mit den Schwarzen zusammen sind. Ja, Zirni ist ja halt auch blau und gelb, gell, unterwegs, wisst ihr. Ah ja, genau, bist du Ukrainisch. Bist du auch Niederösterreich? Nein, ich bin ein Grüner. Blau und gelb gibt grün. Du, blau und gelb ist ukrainisch. Blau und gelb gibt grün. Okay, was du da wieder der Ehre jetzt, Ukraine. Das ist eine Verschwörungstheorie, das Land gibt es ja gar nicht wirklich. Außerhalb der Grenzen Österreichs, da gibt es das Weltende. Das Weltende, da fällst du in die Tiefe und fällst und fällst und fällst und fällst und glänzt, kommst nie wieder an irgendwo. Da erwartet uns Michael Endes nichts. So, jetzt haben wir wieder in der Altstadt am Hanuschplatz. Die Massen toben. Ja, weil sie im Stau stehen. Nein, weil sie im Stau stehen. Ah, schau, auf der Staatsbrücke und auch die niederösterreichische Fahne gewesen. Franzosen. Wenn wir die so waren. Ja, jetzt haben die Malteser generell irgendwas, weil ich drei Damen in der Malteser-Uniform gesehen habe. Also. Das ist interessant, wie wir jetzt da fahren. Die Parkstraße dann entlang auch, ne? Mit einem Pfeil und Bogen dabei. Aufgeschissen auf die Fahne. Okay. Mit dann gehen wir ja da noch beim Mirabierplatz zu. Dann machen wir Verlängerung. Lauf. Mal schaut einmal, wie die Leute schauen. Ja, lauter Schauer. Haben Sie ja gesehen, wie im Radio. Mein Wetterbericht mit Schauern ist zu rechnen. Da schaut's, die niederösterreichische Fahne. Brav. Das nenne ich mal Solidarisierung. Die Maskenträgerin auch drauf, die an der Bushaltestelle steht. Das ist da. Ah, nein, die habe ich da nicht mehr. Ich habe reingeschossen. Da bist du. Ah, was hast du entdeckt? Der Alex Schlesier, meine ich, war das. Der Steampunker. Kennst du den? Der ist ja Wahnsinn. Der baut Sachen. Unglaublich. Ja, die Steampunker schauen cool aus. Ja, das ist der Steampunker. Also der, muss ich mal hier schauen, der Computer-Steampunk, da kommt ziemlich sicher sein Teil. Der ist unglaublich. Und dann sehe ich schon zweimal im Fernsehen über ihn einen kleinen Bericht gebracht. Also der ist ja wahnsinnig. Mozarts Wohnhaus, meine Damen und Herren. Unser alter Rebell, der Mozart. Und was machen die Fußballfans? Die setzen mal Masken auf, dass das schlecht wird.
Jetzt kommen wir zum Mirabelplatz. Mirabellen sind. Marillen, ja. Oder? Mirabellen, das ist so eine Frucht, ne? Ja, Marillen, oder? Ja, so was ungefähr, kann sein. Das ist cool, wenn man Bahnhof fahren. Wieso willst du mit dem Zug lieber fahren, oder? Hä? Willst du lieber mit dem Zug fahren? Mira ist ein Italienisch für das Auge, also schön anzusehen. Mit so, schönes bedeutet. Auge, ja. Schön, ah, schön, schön fürs anzusehen. Auge. Aha, okay, ja. Schönes Auge, okay. Wirklich ohne Scheiß da, auch schon wieder. Irgendwas muss passiert sein in Niederösterreich. Ja, klar. Jetzt füllt es mal auf, was da passiert ist. Das Wappen haben sie nicht geklaut. Ich glaube, dass diese Russen schön sind in Niederösterreich. Ja, der Putin war das. Wahrscheinlich haben sie die Vierkanthöfe geflattert, gell? So, da hatten wir unseren Eierwerfer von dem obersten Stockwerk hier oben links, dem Gebäude an der Front. Der hat das mit einigen Eiern beworfen. Ich konnte auf der Videokamera festhalten, wer es war. Habe eine Anzeige erstattet. Und was machen die Richter draus? Sie beenden das Verfahren. Naja, die haben einfach zu viel Kohle, gell? Die dürfen wir nicht bestrafen. Nur wenn du so ein Penthouse mieten kannst oder kaufen kannst. Da fällt dir nichts mehr nach, ne? Ja, klar. Ich fahr mir jetzt zurück, wenn das Auto schon so heißt. Du hättest dann Kartellrennen müssen. Aber ich steig mal einen Handelsplatz aus. Kommen wir gleich vorbei. Du, Roman, weißt du, was mein Chef gesagt hat vor 14 Tagen? Weil wir haben eine Kollegin, die ist ja, in Franken gestanden und die hat seit oben gewohnt. Nicht? Da hat mein Chef gesagt, ja, man weiß ja nicht, was er wirklich hat, der Mario. Jeder macht es anders, der Mario. Der war halt auf Demos, nicht? Was echt gut ist, dass solche Leute auch gibt. Das kannst du aussuchen, ob es eine Beleidigung oder eine Ehre war. Nach seinem Status war es eher das Positive. Okay. Und was können wir uns da verkaufen, wenn er redet? Was können wir uns da verkaufen, wenn er sowas sagt? Na, ich sag nur, dass es Leute gibt, die was umschwenken. Ah ja, umschwenken. Die sollen sich auf die Demos mitbeteiligen, dann schwenken sie um. Alles andere ist nur reine Selbstverarschung. Also der Max vor. Ich weiß, ich bin viel zu streng mit meinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Das war ein Umgang. Ja, da kann man da drauf, oder was? Also nein, das schiebe ich doch aus. Schiebe da, ja. Ja, der Mundus. Der Mundus ist das, ja. Ah, der Mundus, achso. Mundus TV. Ja, das ist das richtige Auto ausgesucht. Und hat eigentlich der mit seinem Achse, weil der gerade so dick ist? Ja, der hat irgendwie so ein Drüsenproblem, schätze ich einmal. Mit der
Geschwindigkeit ist ein bisschen seltsam, gell? Inwiefern was ist? Ja, dann geben also wir schnell Gas, einmal langsam. Ja, ja. Aber sie ist einfach, weil die Leute es nicht schaffen, dass sie den Abstand halten. Da haben sie mal einen Versuch gemacht, weil sie wissen wollte, wie das entstehen kann, dass es einen Stau gibt. Da haben sie 50 Autos auf einem großen Parkplatz im Kreis fahren lassen. Nach der ersten Runde oder nach der zweiten Runde spätestens hat es schon den ersten Stau gegeben. Die sind nicht fähig, dass sie im Kreis fahren. Weil einer hat es mal beschleunigt, dann hat er mit der nächsten wieder, dann hat er müssen wieder bremsen, der nächste hat wieder bremsen müssen, dass er noch mehr bremsen müssen und der hintere ist dann schon wieder gestorben. Ja, dann ist es Zeit, dass unser Computer endlich mal den Verkehr regelt und das Auto temporisiert, gell? Ein schlauer Rollerwagen. Ein Cheater. So, jetzt sind wir gleich da. Jawohl. Haben wir unsere Ziel. Kurven gerade. Da, das sind so Lokale, da wo ungefähr 80% zu haben, nie wieder aufmachen. Ich glaube 70% Minimum einmal die, was da nicht mehr aufmachen können, weil sie ruiniert wurden. Nur von wem wurden sie ruiniert? Das ist die Frage. Ah, oh, Mundus TV hat sich jetzt ausgeklinkt. Hat sich jetzt positioniert. Dann nehme ich mit meinem Glück gleich den Puller rauf, ne? Genau, bei uns wird er aufgegeben. Dann macht er eine Hebebühne auf dein Auto. Mhm. So viel funktioniert. Was hat der da? Was mault er? Was denn? Was mault er? Ja, geht mal so gut, ich dachte, was funktioniert. Schönen Samstag. Was hat er gesagt? Idioten verstehe ich von Haus aus nicht. Ah, echt? Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich gesagt. Ich auch nicht. Ich die auch nicht. Ich die auch nicht. Wir sind ja freundlich, wir lassen euch und drüber. Ich bin der Schwarzfahrer. Ja, ich stelle mir wieder hinter den Corolla. Auf 1 hat sie umjustiert. So, Applaus für den Zirni. Zirni, du hast dich da angebracht. Oder du bist der Beste. Man muss dem Piloten alle gratulieren, wenn er angekommen ist am Ziel. Wir sind Frieden!
wir sind jetzt wieder angekommen an unseren Startpunkt. Jetzt muss ich mich sputen, ich brauche unbedingt eine Toilette. Und ich hoffe, ich bin dann wieder rechtzeitig da, wenn die nächsten Akte losgehen, gell? Aber schaut, da geht's ja noch zu. So, mein Boxenstopp habe ich erledigt. Die Damen müssen zahlen, die Männer beim schnellen Geschäft nicht. Das nennt man energetischen Ausgleich. Das ist energetischer Ausgleich. Ja, wenn die Damen zahlen und die Männer beim Pinkeln nichts zahlen brauchen. Bist du bei den Gehörnern, die was dabei? Bin ich noch immer dabei, weil abgeschlossen haben wir noch lange nichts. Nein, dann würde ich sagen, du trinkst einmal mit uns. Hm. Nein, das kann man drin. Warte, film's aber bitte. Nein, wir haben keine Einwegbecher. Nein, ich brauche eine zum Heiß. Sau geil, das ist Wasser. Also, ja, aber macht's mit, wisst, dann können wir uns mehr davon was kaufen. Ja, wenn was. Was, wie viel Leute? Ja, es ist auch noch nicht so. Ja, das ist Corona.